Heute treffen Politik und Wirtschaft aufeinander beim Arbeitgebertag in Berlin. Und der Präsident des Bundesverbands der Arbeitgeber, der ist jetzt in Berlin bei Michael Strempel. Guten Morgen. Guten Morgen und herzlich willkommen, Rainer Dülger. Zu Ihrem Jahrestreffen heute kommen die Arbeitgeber, die Vertreter der Unternehmen in einer echten Krisenstimmung. Ihre Kollegen aus anderen Verbänden, Handwerksverbände, Bundesverband der deutschen Industrie, die haben schon laut gewarnt, hier droht eine ganze Welle von Insolvenzen und Pleiten. Warnen Sie da mit? Wir befinden uns in einer ganz besonderen Situation, weil gerade nach Corona haben sich jetzt viele Dinge übereinander geschoben. Dieser schreckliche Krieg in der Ukraine, die Embargos, die damit im Zusammenhang stehen, haben uns in eine schwierige Situation gebracht. Was wir jetzt brauchen, was wichtig ist, wir Arbeitgeber können zum Beispiel die jetzt rasant steigende Inflation mit unseren Sozialpartnern, den Gewerkschaften alleine nicht lösen. Wir brauchen die Hilfe des Staates, die brauchen wir an einigen Stellen. Die muss gezielt sein und sie muss schnell sein. Wir brauchen zum Beispiel, um die Inflation zu bekämpfen, Maßnahmen. Für uns ist ganz wichtig, dass für unsere Beschäftigten mehr Netto vom Brutto in Aussicht gestellt wird und auch umgesetzt wird. Das ist jetzt im Moment für die Bekämpfung der Inflation in den Haushalten mit den explodierenden Energiepreisen etwas ganz Wichtiges. Wir brauchen aber noch etwas anderes. Wir müssen unseren Mittelstand schützen. Wir müssen die kleinen und mittelständischen Unternehmen schützen. Ich mache ein Beispiel. Die Bäcker, viele backen mit Gas. Die kommen jetzt in eine Situation, dass sie teilweise nach 35 Berufsjahren sich durch diese Energiekrise noch einmal so verschulden müssten, dass sie sagen, ich glaube gar nicht, dass ich noch so lange arbeiten kann, um diese Schulden wieder abzubauen. Und auch hier für die Menschen brauchen wir Antworten. Um es ganz konkret zu machen, ist es in erster Linie eine unmittelbare Absenkung des Energiepreises, beispielsweise dadurch, dass der Staat Steuern da wegnimmt, wo Sie sagen, das ist das, was wir brauchen, weil Geld, was hinterher gezahlt wird, kommt oft zu spät. Der Staat muss sich darauf konzentrieren, die Ursachen zu bekämpfen und nicht die Symptome zu lindern. Und die Ursache ist, wie Sie schon sagen, die Energiepreise. Es ist aber die Entstehung der Energiepreise. Das ist auch ein europäisches Problem. Da werden wir auch auf europäischer Ebene Diskussionen führen müssen. Aber der Staat muss hier jetzt handeln und er muss schnell handeln, weil es sind viele im Moment dabei, denen die Perspektive ausgeht, denen auch die Puste ausgeht. Haben Sie den Eindruck, dass der Wirtschaftsminister und auch der Finanzminister das ausreichend verstanden haben? Ankündigungen, wir werden etwas tun, gibt es ja. Aber es kommt aus Ihren Reihen immer die Warnung, das muss alles jetzt sehr, sehr schnell gehen. Ich glaube, dass es verstanden ist, dass die Botschaft angekommen ist, aber es muss schnell gehen und deswegen muss jetzt auch möglichst schnell, auch auf europäischer Ebene, es müssen Lösungen her. Es haben jetzt viele Gipfel stattgefunden, aber wenn diese Gipfel alle zu Ende sind, dann muss geliefert werden. Und auf dem Lieferschein steht noch nicht genug drauf. Es müssen Entlastungen für die Beschäftigten her, es müssen Entlastungen für die Betriebe her, dass die Energie bezahlbar bleibt und es müssen Antworten her, dass am Ende des Tunnels auch wieder Licht kommt. So, also zwei Dinge habe ich jetzt verstanden. Das eine ist, dass Sie sagen, die Energiepreise müssen gesenkt werden, zum Beispiel dadurch, dass Steuern runterkommen und unsere Arbeitnehmer sollen mehr Netto haben, weil sonst erkämpfen sie sich das nachher alles in Tarifverhandlungen, was auch schwierig wäre. Es gibt aber jetzt auch die Diskussion um die Unternehmen, die gerade wahnsinnig viel verdienen. Die gibt es ja auch. Und hier entsteht doch bei den Menschen das Gefühl, ist das überhaupt gerecht, dass die gar nicht selbst einen Beitrag leisten? Also welche Vorstellung haben Sie, welchen Beitrag können Unternehmen leisten, bei denen die Gewinne gerade durch die Decke gehen? Ich halte Steuern auf sogenannte Zufallsgewinne für nicht den richtigen Weg. Wir müssen die Ursachen bekämpfen und nicht die Symptome. Und hier zeigt sich's ganz besonders. Die Ursache liegt ja in der Preisentstehung. Wir sind an die Kilowattstunde verstromten Gases gebunden in der Preisfindung, weil Wind und Sonne ist ja nicht teurer geworden, wenn wir daraus Energie gewinnen. Aber das heißt, diese Gewinne dürfen bei den Unternehmen bleiben? Ich halte Sondersteuern nicht für den richtigen Weg. Ich halte Ursachenbekämpfung für den richtigen Weg. Das heißt, wir brauchen eine Veränderung unseres Energiepreisentstehungssystems. Es ist jetzt nicht der richtige Fachausdruck, aber ich glaube, Sie wissen, was gemeint ist. Und da muss die Bundesregierung in Brüssel alles in die Waagschale werfen, dass wir hier zu einem vernünftigen Preisfindungssystem kommen und dass diese, ich sage mal, vor allem überzogenen Preise, die jetzt im Moment die kleineren Betriebe treffen, das muss aufhören. Also keine Übergewinnsteuer, aber Senkung von Energiepreisen, eine zentrale Forderung der Arbeitgeber. Danke für das Gespräch, Rainer Dülger. Gerne. Weiter geht's jetzt mit euch in Köln. Heute Arbeitgebertag in Berlin. Danke für das Interview, Michael.